Willkommen zur 41. Mediennacht. Wir begrüßen euch alle ganz herzlich. Und jetzt noch mal ein bisschen applaudieren. Ja, sehr schön. Ich heiße Monetta. Und ich heiße Ron. Und wir wären nicht digitale Medien, wenn wir zuallererst nicht ein Selfie für Instagram machen würden. Ich würde sagen, wir gucken alle mal ganz nett. Hast du noch Wünsche, Ron? Ja, oder vielleicht ein bisschen grimmig oder so. So, einmal nett gucken. So, ich glaube, da ist eins dabei. Super. Tja, für Kurzfilme. Für viele Kurzfilme braucht man einige wirklich wichtige Elemente. Man braucht eine spannende Geschichte, man braucht tolle Sets und starke Bilder. Oft ist dabei ein Held im Mittelpunkt und manchmal eben auch ein Bösewicht. Manchmal ist das Ganze aber auch ein kleines bisschen komplizierter. Die Gesellschaft hat Anstand und Moral den Rücken gekehrt. Die Stadt versinkt im Verbrechen. Nichtsnutzige Scharlatane, verdorbene Tunichtgute und heimtückische Ganoven regieren die Straßen. Der Arbeitsmarkt für Superhelden läuft förmlich über. Und was ist mit mir? Steelman? Braucht denn niemand einen Superhelden mit Steel? Ein grausamer Mord erschüttert die Stadt. Der stählerne Cyborg Steelman hat schon wieder zugeschlagen und einen unschuldigen Versicherungskaufmann kaltblütig aus dem Leben gerissen. Aufruhr auf der Alpaka-Farm. Bei der Auszahlung. Steelman! Was fällt diesem möchtegern Schurken eigentlich ein, meinen Namen so zu missbrauchen? Vor 7 Monaten erst ist er auf die Erde gekommen. Den Terror, den er ausübt, lässt die Leute meinen Namen vergessen. Sie kennen nur noch ihn. Kann er sich nicht einfach Stahlmann nennen? Wir schließen jetzt. Werte Lady, ich glaube, die gehört Ihnen. Oh, wie kann ich Ihnen je dafür danken? Ihr bezauberndes Lächeln ist mir Dank genug. Sie Charmeur, wie darf ich Sie nennen? Meine wahre Identität kann ich Ihnen nicht preisgeben. Klingt aber aufregend. Sind Sie ein Agent? Nennen Sie mich einfach Steelman. Du bist erwacht. Gut. Wie kannst du dich nur so gehen lassen, Arthur? Tag für Tag verlierst du nun immer mehr von deinem Stil. Seit 7 Monaten geht das jetzt schon so. Tee? Und du weißt, dass dein Stil deine Superkraft ausmacht. Ich bin kein Superheld mehr. Ich habe es satt. Diese ständigen Verwechslungen. Alle halten mich für Steelman. Aber du bist nicht Steelman. Du bist Steelman. Und du bist der Einzige, der diesen Haufen Weltraumschrott zur Strecke bringen kann. Also Schluss jetzt mit dem Selbstmitleid. Jetzt machen wir aus dir wieder einen richtigen Superhelden. Gehen wir den Plan nochmal durch. Du gehst rein, machst ihn fertig und kommst wieder raus. Okay. Hey Arthur! Viel Glück!
Steelman! Ich habe auf dich gewartet. Wären Sie für einen Tee zu begeistern? So etwas Primitives wie die Zufuhr von dihydrogenmonoxidhaltigen Heißgetränken hat sich mir noch nie erschlossen. Kommen wir zum Punkt. Feuer? Es kann nur einen Steelman geben. Du hast gut gekämpft, aber ich habe noch ein Ass im Ärmel. Du hast recht, es gibt nur einen Steelman. Alle Missverständnisse sind aus dem Weg geräumt. Ein neuer Superschurke versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Steelman. Oh, fuck. Die Musik, die ihr eben gehört habt, die war ja schon sehr beeindruckend. Die wurde vom Zweitsemestler Jamal Ulbricht komponiert und extra nach Japan geschickt zum Sinfonieorchester Kyoto, um das Ganze einzuspielen. Boah, das ist echt krass. Ich meine, Applaus dafür. Ja, das ist schon echt krass. Immerhin Musik und Geräusche, die machen echt viel in einem Film aus. Teilweise könnte man Musik und Geräusche tun auch teilweise erst die Wirkung eines Films so richtig entfachen. Für manche Leute ist guter Ton auch einfach nur ein Traum. Tja, und alle müssen eben für ihre Träume kämpfen. Manche gehen dabei so weit, dass sogar Angstzustände oder sogar unter Stressstörungen leiden. Und manche werden erst darunter so richtig produktiv. Hey Sophie, ich gehe jetzt mal eine rauchen. Kommst du mit? Ja, ich komme gleich nach. Alles klar, okay. Schade, dass du nicht dabei bist.
Hey Sophie. Ach, da bist du. Ich bin fertig für heute. Ich würde jetzt gehen. Ja, okay. Alles klar. Okay, dann bis morgen. Schon mit? Schreib den Text, ich mach den Mix ja alles selbst. Denn zu viele Fake Friends dachten alle nur an Cash. Ich gab nicht auf, doch es war weg, ja mein Vertrauen. Doch genau deswegen zweifelt jeder Zweite an seinem Traum. Warum ist jeder nur am Reden, aber keiner macht? Warum macht jeder von euch Auge, wenn es seiner schafft? Ich bin im Studio nur am Hustlen, ja die ganze Nacht. Sie lachen, wenn du fällst, doch sie sind still, wenn du es doch noch packst. Jeden Tag ein Song, hab keine Zeit. Nur die Fam und meine Brüder sind dabei. Kommen von unten bis ganz nach oben. Ja, wir schaffen, was wir wollen, jeder weiß ey. Mach diesen Scheiß hier ohne Ziel, ohne Management und Plan, ohne Cash und ohne Deal. Denk nur an das, was du schon immer wolltest. Dann wirst du das alles irgendwann verdienen. Ja. Scheiß auf deine Squad, ich bin nur down mit meiner Gang. Keine Fakes dabei, ich mach den Scheiß nur für die Fam. Geh mal weg mit deinen Songs, ich jage niemals einen Trend. Niemals einen Trend. Ja, yeah. Scheiß auf deine Squad, ich bin nur down mit meiner Gang. Keine Fakes dabei, ich mach den Scheiß nur für die Fam. Geh mal weg mit deinen Songs, ich jage niemals einen Trend. Niemals einen Trend. Nur für die Geld, was ich sage, das sind alles nur Facts. Bin am Hustlen, ihr seid alle am Pen. Komm von unten und ich setze die Trends, ey. Will ein Benzer, keinen Kill. Bin im Studio mit ner Handy. Sie rufen an auf meinem Handy. Doch ihr seid billig, so wie Penny. Mach so lang Rap, wie du willst, doch du weißt, du kommst nicht auf ein Level, ey. Keiner wie ich, nein, ich brauch keine Hilfe, ich brauch nicht zu betteln, ey. Keiner am Fronten, denn keiner von ihnen will jemals erbetteln. Mach so lang weiter, bis ich an der Spitze stehe, so wie Vettel. Nur Facts, mach's nur für das Eis. Jeder weiß, ja, ich bin echt. Keiner, der mir was erreicht. Was ich rede, sind nur Facts. Deine Bitches interessiert. Ja, das Leben ist ein Test. Doch ich werde es nicht verlieren. Was ich rede, sind nur Facts. Mach's nur für das Eis. Jeder weiß, ja, ich bin echt. Keiner, der mir was erreicht. Was ich rede, sind nur Facts. Deine Bitches interessiert. Ja, das Leben ist ein Test. Doch ich werde es nicht verlieren. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Staubsauger und der erzählt euch einfach so ein bisschen was über seine eigene kleine Welt. Oder vielleicht sogar ein Auto, das kommuniziert, wenn es merkt, dass du unter Stress bist oder vielleicht zu müde bist. Oder ganz verrückt, ihr könntet euch von einer ganz anderen Perspektive sehen. Ja, diese zukunftsorientierten Perspektiven sind in Fächern wie Computergrafik, Interface Design und interaktive Medien schon möglich.
of nerds, Inja, Inja, Espa. With a Sue. Vira Zashel, Navaroo. Will pay them? With a Dipney Blade. With Euthrudia. Brew Hooray Azeed. Chimma Ripple. Gobaboo. Bacchio Duffery. Brunch. The North Nurse. Hey Leute, Mann, was geht? Wir sind hier bei der Media Night. Mann, wir haben hier so geile Kurzfilme, ohne Witz. Hey, hier kommen die ganzen Kurzfilme. Ey, wir haben hier auch richtig geiles Publikum. Ihr glaubt's einfach nicht. Furtwang ist so geil, Alter. Sag mal, Ron, alles gut bei dir? Hey, ja, Mann, ey, Furtwang ist so fancy, weißt? Wir haben hier coole WGs, wir haben so geile Partys. Hey, Hashtag Leben ist einfach so geil hier. Echt? Ich kenne halt eigentlich fast nur Bruchboden-WGs und wenn du einen Kühlschrank aufmachst, da stinkt die gesamte WG schon voll. Ah, Mann, das kenne ich. Weißt, bei uns im Kühlschrank, da haben wir Sachen drin, die sind 2 Jahre alt, aber das will halt keiner essen. Dann werf das doch einfach weg. Nee, weißt, es gibt jetzt gerade so Fridays for Future und so und da habe ich halt gelernt, man soll halt sein Essen nicht wegwerfen, aber vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden. Möglich? Guten Abend. Tschüss. Hey. Ah, das hast du mit Tüte gemeint. Was ist denn da drin? Ja, da ist altes Essen drin. Es hätte eigentlich schon weggeschmissen werden sollen. Aber ich hab's für billig bekommen. Nennt sich Too Good To Go. Was bringt das? Weltweit werden 1/3 der Lebensmittel weggeschmissen. Das sind 18 Millionen Tonnen an Lebensmittel. Pro Person sind es einfach 80 Kilogramm. Dabei sind diese Lebensmittel nicht einmal schlecht. Diese Gurke hat nur nicht die perfekte Form. Die Banane hat braune Flecken, aber ist noch total genießbar. In der Gastronomie werden die Sachen falsch gelagert. Oder in unserem Kühlschrank zu lang aufbewahrt und das Mindesthaltbarkeitsdatum läuft ab. Folgen sind die Zerstörung von Wasser und Land, mehr CO2-Ausstoß und verbrauchte Energie durch verschwendete Produktion. Das sind alles Kosten. Kosten, die verdammt nochmal eingespart werden können. Und hier kommt Too Good To Go ins Spiel. Dadurch werden weniger Lebensmittel weggeschmissen und wir bekommen sie für billig. Eine typische Win-Win-Situation. 2016 wurden 57.000 Tonnen CO2 eingespart.
und 22 Millionen Lebensmittel wurden nicht verschwendet. Ja, schmeckt doch eigentlich ganz gut. Aber findest du nicht, es gibt Wichtigeres, über das man reden kann? Ist nicht Bibi wieder schwanger? Too Good To Go gibt's übrigens auch auf Instagram. Da, hast du doch noch eine Tüte dabei? Alter, die Beiträge waren ja komplett beschissen, Mann. Was ist los bei denen? GLF ist echt am Arsch, wenn wir es nicht langsam irgendwie rausreißen. Ja, aber Studenten, die mit ihrem Zeug flexen, das glauben wir schon MTV-Formate, die vor 10 Jahren mal cool waren. Hey, vielleicht zieht's ja. Ich würde sagen, lass einfach anfangen. Bereit? Ja. 5, 4, 3, 2, 1, Action. Herzlich willkommen, Leute, zu GLF Cribs. Heute werden wir richtig abgehen. Wir schauen uns jetzt gleich mal eine WG an und gucken, wie das Leben hier in Furtwangen so läuft. Ich würde sagen, let's go. Wir gehen jetzt mal den Lukas besuchen. Ey, Bibi, was geht? Kommt rein, ich hab freshen Apfeltee gemacht. Mashallah. Bist du Lukas? Nein, Mann. Oh, hey, sorry. Hi. Lukas, hallo. Hey, was geht? Kommt rein, ich zeig euch alles. Also, das hier ist auf jeden Fall mal unsere Küche. Wir haben SodaStream, beste bei dem Wasser im Schwarzwald. Wäre es dumm, die ganzen Kisten hochzuschleppen. Hier, Spülmaschine. Wer will heute noch spülen? Vor allem die Studenten, dann steht die ganze Scheiße hier rum so, macht alles Elektronik für uns. Unser ganzer Stolz ist dieses Pfeffi-Glas für jede Party und jeden Spaß zu haben. Gönn dir. Hier ist unser Kühlschrank. Ist ein bisschen wie die EU, man hat zwar Staatsgrenzen, wie du hier siehst, die einzelnen Fächer, aber kann sich immer ein bisschen dazwischen bewegen, wenn du weißt, was ich meine. Bombe, Alter. Ich zeig dir mal den Rest von der Wohnung. Unser Muskelmann, der hat seinen eigenen Kühlschrank. Wahrscheinlich wegen den Proteinen oder so. Und sonst so teilt ihr dann, oder wie? Bei uns wird brüderlich geteilt, natürlich. Alter, welcher Wichser hat mal letzten Fruit gegessen? What the fuck? Hey Lara. Hi. Was bedeutet es für dich, in der WG zu leben? Also das Zusammenleben mit so vielen Leuten ist einfach total entspannt. Für mich ist die WG wie ein spiritueller Rückzugsort, wo ich einfach Zeit für mich selbst habe und meine Ruhe habe. Mhm. Ey Leute, komm mal mit. Chill doch mal. Leute, komm mal mit, Alter. Was ist mit dir los? Gib mir mein Mikro wieder zurück. Ich zeig euch was Geiles. Bruder, komm mit. Ich will's nicht sehen. Alter, gib mir das doch einfach mal wieder. Was ist denn mit dir? Lass einfach gehen, Mann. Rudi, aus dem Moment gar nichts. Kannst du nicht ganz da rumsitzen wie ein Hobel, Alter. Alter, was war das? Können wir die Aufnahme überhaupt benutzen? Ja, wird schon passen. Kein Bock mehr auf die Affen. Lass abhauen. Ja gut, ich mache einfach schnell die Abmoderation. Leute, wir waren heute bei GLF Cribs. Einfach mal das WG-Leben zu erleben. Es war wirklich nice. Und Achtung, ja, heiß und fertig. Entschuldigung, dass ich noch kurz störe. Also Schätzchen, du bist zwar beim Fernsehen und so, aber das hätte ich wirklich nicht angezogen. Okay. Thank you.
Hey Ron, ich war letztens auf einer Party, da waren voll viele Leute da. Hä? Wer denn alles? Ich glaube, da waren WNBlerinnen dabei, AGWler, SSBler und du glaubst niemals, wer noch dabei war. Oh, ich hasse solche Ratespiele. Lissy? Ja, die war eh dabei, so wie immer. Ja. Nee, da waren sogar Informatiker dabei, aber die sind doch eigentlich voll introvertiert, oder nicht? Ah, stimmt. Ah ja, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ich habe das auf Social Media gesehen mit der Party. Ja, das war doch voll, das sah richtig gut aus. Das war doch voll die krasse Party, oder? Das war die krasseste Party des Jahres. Du hast sowas von was verpasst. Ah, aber war das nicht noch letztes Jahr? Oh ja, stimmt, das kann sein. Weißt du, wie man das nennt, wenn man was verwechselt? Hat das nicht irgendwas mit Mandela zu tun? Was hat denn Mandela damit zu tun? Hä? Tipp, 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 tipp. Hey! Hey! Hey, lang nicht gesehen. Juhu. Wie war dein Sommerurlaub? Oh. Warst du am Strand? War es schön warm unter den Palmen? Nein, 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 nein. Ich war Skifahren. Ah. Assoziation, die. Ursächliche Verknüpfung von Vorstellungen, Gedankenverbindungen zu anderen Dingen, die einem ohne nennenswerte Anstrengungen in den Sinn kommt. Sommer, Strand, Meer, warm. Hast du Bock auf Döner? Klar, immer. Sollen wir lieber zum Kebabhaus, der viel zu wenig Soße drauf macht, oder sollen wir zum Dönerschuppen, da gibt's große Portionen? Dann wohl lieber zum Dönerschuppen. Okay. Suggestion, die. Geistig-psychische Beeinflussung eines Menschen mit dem Ziel, jemandem zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen. Tendenz zu glauben, was andere für wahr halten. Protagonist A versucht seine Meinung über den Döner unauffällig zu kommunizieren. Boah, ey, die Partygäste war der Hammer. Hat mich an die vor 3 Jahren erinnert, die mit dir, Johnny und Melissa. Ja, das war der Hammer. Aber da waren Ted und Robin dabei, nicht Johnny und Melissa. Konfabulation, die. Das Füllen von Gedächtnislücken durch frei erfundene Begebenheiten. Der Erzählende hält sie für wahr. Kommt bei dem Versuch vor, mehr abzurufen, als tatsächlich an Informationen gespeichert ist. Zum Beispiel, wer bei einer Party wirklich dabei war. All die eben gezeigten Ereignisse in Kombination sind eine mögliche Erklärung für ein Phänomen, das sich der Mandela-Effekt nennt. Eine Gruppe von Leuten, darunter auch die Geisterjägerin und Autorin Fiona Broom, erinnerte sich an den Tod Nelson Mandelas im Gefängnis. Das falsche Erinnern vieler an ein Ereignis, das so nie stattgefunden hatte, taufte sie daher den Mandela-Effekt. Schnell fanden sich weitere Beispiele, wie der Monopoly-Mann, der doch sicher schon immer einen Monokel getragen hat, und Mickey Mouse, der Hosenträger trägt. Die Erklärungen gehen bis hin zu Paralleluniversen und Leuten, die daraus Erinnerungen mitbringen. Doch das geht mir jetzt zu weit. Fakt ist aber, dass auch dein Gehirn dich täuscht. Also hinterfrage dein Wissen von Zeit zu Zeit. Sie haben Pop. Dankeschön. Wie kann unsere Firma denn von Ihnen profitieren? Naja, also ich bin besonders was Social Media und Marketing gut in Ihrer Firma aufgehoben. Mama, denkst du dran, nachher noch Milch zu kaufen? Ich wollte später noch Pfannkuchen für uns machen. Ich fasse den ganzen Kram jetzt nochmal zusammen und trage die ganzen Sachen in die Tabellen ein. Wir müssen uns aber unbedingt morgen nochmal vor der Besprechung mit dem Prof treffen. Wann können wir das machen? Wann habt ihr Zeit? Hallo? Hallo? Habe ich dir eigentlich erzählt, dass Stefan und ich uns getrennt haben? Es hat einfach nicht mehr richtig funktioniert. Wir haben uns nur noch gestritten. Aber das hast du ja vermutlich mitbekommen, oder? Ich meine, der Zeitpunkt ist natürlich hervorragend, jetzt da Louis und Vera sich endlich... Übrigens habe ich mich letzte Woche endlich dazu durchgerungen, das Auto tatsächlich zu kaufen. Ein Traum. Weißt du noch die Fahrt nach Frankfurt? Das war ja so... Das heißt nur leider, dass der Urlaub dieses Jahr ausfallen muss. Aber wir können ja nächstes Jahr vielleicht alle zusammen am Bodensee campen. An den spanischen Strand oder lieber in Österreich wandern. Was sagst du dazu?
Na, was für ein dummer Zug, du Noob. Schachmatt. Du cheatest doch. Verdammte Sch. Jedes Mal, wenn ich mit dir spiele. Keine One-Night-Stands, kein Freundschaft plus. Ich werde später behaupten, wir haben uns beim Bäumepflanzen kennengelernt. Ich habe außerdem zwei Unternehmen gegründet. Ah, Leo, der hat ja viel zu wurschteln. Wenn du was wissen willst, sag einfach. Auf! Ich war schon in Australien, Kanada, Russland, Neuseeland, Schottland, halb Amerika, ganz Asien, Südafrika, Ägypten und suche nun eine Begleitung für meine nächste Reise. Ja, Reisen ist nice. Vielleicht hätte ich es vergessen. Hey Sie, schauen Sie mal. Hey, schauen Sie mal. Das ist mein Frühstück. Ist das nicht total Hashtag healthy? Hey, alle mal herschauen. Das werde ich gleich essen. Schauen Sie mal. Total lecker, nicht? Immer noch kein Schiss. One apple a day keeps the doctor away. Genau aus diesem Grund habe ich mich heute dazu entschlossen, diesen leckeren Apfel in mein Hashtag gesundes Hashtag Frühstück zu schneiden. Mit diesem Frühstück starte ich nun Hashtag fit in den Tag. Was sagt ihr dazu? Okay. Wie lange ist es denn jetzt her? Eine Woche, 4 Tage und 14 Stunden. Und wie fühlen Sie sich seitdem? Ich fühle mich alleine. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, alleine aufzuwachen. Das ist ja der Hammer, echt. Wow. Selbst einkaufen ist unerträglich. Ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe. Oh nein. Ich habe Angst. Und wovor genau? Vor der Wirklichkeit. Ich vermisse es so sehr. Wollen Sie es denn wieder haben? Geht. Da wäre ich auch gern dabei gewesen. Wo genau sind die überhaupt noch mal hingegangen?
Die haben bestimmt wieder neue Insider, die ich dann natürlich nicht verstehe. Hi. Boah, zum Glück waren wir auch dabei. Voll, hätten etwas verpasst. Wieso war ich da eigentlich nicht eingeladen? Ach, es kann doch nicht schaden, dann bin ich wenigstens up to date. Wow, wusste ja gar nicht, dass die befreundet sind. Sieht so aus, als hätten sie richtig viel Spaß. Ich wünschte, das könnte ich auch so gut. Was macht mir eigentlich Spaß? Cool, die Skate-Szene. Ich glaube, da verpasse ich echt was. Ach, wozu mache ich mir Gedanken? FOMO, die Angst, etwas zu verpassen, ist ungefähr so alt wie die Menschheit selbst. Doch vor allen Dingen in den letzten Jahren wird dieses Phänomen im Zusammenhang mit Social Media erneut studiert. Es ist quasi unumgänglich geworden, zu sehen, was andere Tolles erlebt haben, ohne dass man selbst dabei war. Dabei ist FOMO aber nur eine Kopfsache. Und es gibt schon die Gegenbewegung Joy of Missing Out. Es liegt also an dir. Joy oder Fear? Er studiert SSB. Sind das nicht die Feuerwehrmänner? Lukas, 27. 1 plus 1 gleich 10. Der ist bestimmt Informatiker, auch bei dem Profilbild. Vielleicht kann der ja meine Eieraufgaben lösen. AGWler, schau mal. Hashtag healthy. Ich meine, vielleicht kann der mir was über gesunde Ernährung beibringen. Wirtschaftsnetze oder WNB, wie auch immer. Studieren es nicht nur Frauen? Dinge ist, dass sie intensiv sich mit Dingen auseinandersetzen, also recherchieren. Das wird sicherlich auch Laura begreifen oder Alina. Ja? Cinderella, eh, eh,
Also das muss ich jetzt erstmal verkraften. Ich glaube, dafür brauchen wir erstmal eine Pause. Ganz nebenbei, die HFU hat einen Podcast gestartet, nennt sich Real Talk. Die erste Folge ist sogar schon online mit dem Professor Christian Fries. Am besten jetzt in der Pause angucken. Es geht nämlich weiter um 20.50 Uhr. Und damit ihr euch noch alle gut erholen könnt, geht eine rauchen, holt euch Getränke bei der Fachschaft und bis in einer halben Stunde. Oh, wow. Willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt euch alle erholt, habt vielleicht eine geraucht oder auch nicht. Besser wär's. Und seid wieder fit mit uns am Start. Oh, aber ich hoffe, jeder hat seine Zigarettenstumme richtig in den richtigen Müll geworfen. Hier ist inzwischen richtig wichtig, ja? Ich meine, es ist ja schon eine kritische Sache mit Fridays for Future, der Klimabilanz und allem, was dazugehört. Ich meine, können wir uns überhaupt noch davon erholen oder ist es schon zu spät? Ja, Klimahysterie ist ja jetzt auch das Unwort des Jahres geworden und manche sagen sogar, die Apokalypse, die ist schon zum Greifen nah. Da magst du schon recht haben, aber wenn ich vor allem daran denke, dass im letzten Oktober hier in der Aula der Herr Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker da war, um einen Vortrag darüber zu halten und uns ganz schön harte Fakten auf den Tisch gelegt hat. Die heutigen Trends sind in keiner Weise nachhaltig. Wir dürfen sie nicht fortsetzen. Sonst gehen wir alle kaputt. Erstmal die Erde und dann wir. Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker wählt drastische Worte in seinem Vortrag, wie die Erde noch zu retten ist. Was heißt Wachstum? Was heißt Qualitätswachstum? Professor Achim Kaduk hat den ehemaligen Co-Präsidenten des Club of Rome in die Aula der Hochschule Furtwang eingeladen. Die leere Welt war früher und die war völlig selbstverständlich nachhaltig. Und die volle Welt ist überhaupt nicht nachhaltig. Wir leben heute im Anthropozän, einem geologischen Zeitalter, das erst vor 70 Jahren begann. In der vollen Welt herrscht der Mensch über die Erde. Die nachhaltigen Kreisläufe der Natur werden zerstört. Die eigentliche Gefahr kommt heute vom Klima, der Klimaveränderung und der Zerstörung der Artenvielfalt. Seit der Publikation von Die Grenze des Wachstums hat sich ungefähr die Weltbevölkerung verdreifacht, was schon schlimm ist, aber der Konsum verzwanzigfacht. Also wir konsumieren immer mehr, immer mehr. Und unsere Wirtschaft ist so aufgebaut, dass es immer weitergeht. Und das geht schief. Der Club of Rome und viele Wissenschaftler fordern deshalb schon seit langem ein Wirtschaftssystem, das im Einklang mit der Ökologie der Erde steht. Und das ebenso die sozialen Bedürfnisse einer Weltbevölkerung von fast 8 Milliarden Menschen berücksichtigt. Die Bewegung Fridays for Future hat die Klimakrise in das Bewusstsein der Öffentlichkeit getragen. Professor von Weizsäcker geht noch weiter, im Sinne einer Qualitätsbildung. Und da ist es mir natürlich wichtig, dass das, was den Club of Rome umtreibt, die Zerstörung der Natur, ein inhaltlicher Teil der Schulausbildung, der Universitätsausbildung, der Medienausbildung und der Alltagsunterhaltung wird. Und das wird gleich in die Tat umgesetzt. Stichwort Campus in Action. Was können wir aus dem Vortrag lernen? Für uns und für die Hochschule. Zum Beispiel den Hochschulbetrieb auf reinen Ökostrom zu stellen. Ich hatte die Idee mit Leihfahrrädern zum Beispiel an der Uni. Also ich nehme jetzt mit, also dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, was zu verändern und auch in welcher Hinsicht man was verändern kann. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Wie kann Nachhaltigkeit in die Lehre integriert werden? Wie komme ich umweltschonend zur Vorlesung? Jetzt sollen die Ideen mit der Now-How-Wow-Matrix priorisiert werden. Welche Ideen sind originell? Was hätte einen großen Effekt, ist aber derzeit unmöglich umzusetzen? Was lässt sich schnell umsetzen? Vorschläge gibt es an diesem Nachmittag viele. Und trotzdem bleibt die Schwierigkeit, mehr Menschen für das Thema zu aktivieren. Hat jetzt meiner Meinung nach heute nicht so gut funktioniert, weil ich glaube, die ältere Altersklasse war in der Überzahl, was mich ein bisschen schockiert in der Uni. Ich hätte mir noch mehr Studierende gewünscht, weil es ist natürlich schon eine ganz gute Hausnummer, den Herrn Weizsäcker hier zu haben. Und ich denke, das ist schon auch ein Magnet. Dass es auch viele Leute gibt, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, aber dass es halt noch wirklich so daran hakt, dass man es an die breite Masse bringen müsste. Welche Lösungsansätze sieht Professor von Weizsäcker? Jeder Einzelne sollte sich des Problems bewusst sein
und versuchen, seinen Lebensstil entsprechend einzurichten. Die Politik muss den Rahmen so setzen, dass Naturverbrauch teuer wird und sich nicht mehr lohnt. Und die Wirtschaft muss sich dann danach richten. Der Ärger ist, dass verteuerter Naturverbrauch extrem unpopulär ist. Man kann abgewählt werden, wenn man das Richtige tut, und wiedergewählt werden, wenn man das Falsche tut. Das ist das eigentliche Problem der Demokratie. Das ist ja der Mehrwert von der Hochschule, dass so viele Menschen da sind, erfahrene Menschen, junge Menschen. Nachmittage wie heute, an denen gemahnt und diskutiert wird, sind ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Lösungen für die Marktwirtschaft der Zukunft zu finden. Das eine ist ökologisch, das andere nicht. Das eine ist nachhaltig, das andere nicht. Und diese Denkweise funktioniert einfach nicht. Also das führt einfach nur dazu, dass wir dann kleine Insellösungen versuchen zu schaffen, vielleicht auch moralgetrieben irgendwelche Ergebnisse wollen. Wir müssen mehrdimensional denken, wir müssen die menschliche Natur empathisch mit einbinden. Die Aufgabe ist nicht einfach und gleichzeitig dringend. Professor von Weizsäcker macht uns trotzdem Hoffnung. Wenn die Vernunft als das erkannt wird, was uns hilft, das Richtige zu machen, dann wird sie doch wohl siegen. Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, ein Mann mit 80 Jahren Lebenserfahrung und einem klaren Blick in die Zukunft. Zeit, ihm zuzuhören. Gestern Abend ereignete sich ein Chemieunfall von ungeahntem Ausmaß. Der dritte Zulieferer, der den Versand weiterer Versorgungspakete einstellt. Die Zahl der Toten steigt weiter an. Der nationale Notstand wurde ausgerufen. Eine Lösung findet sich nur an der Quelle der Katastrophe.
Entwicklung des Medikaments wurde wieder eingestellt. Hey Monetta, ich habe da vor kurzem was von so einer KI gehört, die soll Kinderbilder in so richtige schöne Bob Ross Bilder irgendwie umwandeln. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Glaube ich jetzt mal nicht. Zeig mal her. Hä, ja, guck mal hier, das ist mega geil. Okay, krass. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Vor allem, wir studieren ja Medienkonzeption. Unsere Jobs müssten vor KIs mindestens für 20 Jahre, wenn nicht sogar länger, gesichert sein. 20 Jahre? Ich zeig dir mal, was in 10 Jahren so alles passieren wird. Kiki, es tut mir leid. Es tut mir leid, was passiert ist. Und wie es passiert ist. Das wäre alles anders gekommen. Wir kennen uns echt lange und haben schon so viel zusammen durchgemacht. Und du hast mich immer bei allem unterstützt. Ohne dich hätte ich mich wahrscheinlich nicht mal getraut zu studieren. Dabei war das Informatikstudium genau das Richtige für mich. Es hat mich fasziniert, in einer künstlichen Intelligenz mitzuarbeiten. Das Jobangebot von Humane war meine große Chance. Guten Morgen, Lea. Du hast heute unruhig geschlafen. Versuch's mit Lavendeltee. Der hilft in 3 von 4 Fällen besser zu schlafen. Hab ich noch Tee da? Ja, 2 Kapseln sind noch da. Ich schreibe es dir schon einmal auf den Einkaufszettel. Alles klar, ich hab dich bitte. Ich hab alles. Alles Liebe zum Geburtstag, Lea. Guten Morgen. Aufstehen. Fassen? Die schmeißen uns echt alle raus. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ist das alles? Ich muss gehen. Ach,
Aufnahmeprogramm hier halte. Hast du aufgetrunken? Hm. Das kann ich mir alles nicht mehr geben. Okay, was soll das? Olia, jetzt sei doch nicht so ein Spießer. Fehlt was. Hey! Na los, rein mit dir. Ganz ehrlich, Lea, die werden es noch bereuen, dich gefeuert zu haben. Hm? Diese AIs können doch auch nicht alles machen. Ich will nicht mehr darüber reden. Du warst seit Tagen nicht draußen. Ja, irgendwas muss ich halt machen. Ja, und? Hat sich wenigstens gelohnt? Ja, siehst du? Dann kannst du auch rausgehen. Komm. Aber überleg mal, Humane hat an nur einem Tag etwa 30.000 Leute entlassen. Denen ist jetzt genauso wie bei dir. Und warum? Einfach nur, um noch mehr Profit einzustreichen, um noch mehr Macht zu bekommen. Und was machst du? Was machen wir? Wir müssen dir nochmal zeigen, dass sowas nicht klar geht. Wir müssen zeigen, dass man mit solchen Taten nicht ungestraft davonkommen kann. Ein Büro an allein wird Human auch nicht schwächen. Ja, jetzt kommst du ja auch ins Spiel. Ich dachte, du bist da was dran. Sagen wir so, Human ist nicht so sicher, wie sie denkt. Siehst du, ich wusste es. Also, wie ist der Plan? Du bringst uns rein und ich mach den Rest. Lost our humanity. 30,000 fired in one day and more to come. We lost our humanity. Nice try, Enea. Kick ihn raus aus dem Raum! Was ist los?
Wer von euch ist verliebt? Einmal bitte die Hand hoch. Nicht so schüchtern. Ach, Leute. Mensch, das ist echt traurig. Ich sehe es nicht. Liebe kann die schönste Sache der Welt sein. Ach komm, aber auch nur, wenn sie erwidert wird, ganz ehrlich. Oder auch sehr schmerzhaft, wie man sehen kann, wenn sie nicht erwidert wird. Jetzt kommen wahrscheinlich irgendwelche Liebesfilme oder so. Ist doch immer das Gleiche, ganz ehrlich. Zuerst treffen sich zwei und dann verlieben sie sich und dann kommt das große Problem, das wird dann in einer halben Stunde gelöst und dann das Happy Ending. Ist doch immer das Gleiche, es gibt keinen Spannungsbogen. Ach Mensch, Ron, nicht so traurig. Schau, was ich gefunden habe. Ach, unser altes Fotoalbum. Kannst du dich noch an unser erstes Treffen erinnern? Erst einmal vielen Dank, dass Sie dem Interview zugestimmt haben. Ich bin von der Zeit und die erste Frage wäre, wie lange Sie schon hier sitzen? 18 Monate, 3 Wochen und 6 Tage. Die Zeit ist um. Falls du noch Fragen hast, schreib mir. Handy. Kannst du dich an unseren Urlaub im Schwarzwald erinnern? Wie könnte ich das vergessen? Da war ich wütend. Ist das wirklich so passiert? Ich kam mir auch voll blöd vor dabei. Ich glaube auch nicht. Natürlich nicht. Nein, aber ich meine. Wer ist das? Wenn du ablehnst, warum trägst du immer noch den Ring? Ich gehöre nicht mehr zu euch. Es ist vorbei. Ist es dein Ernst? Was machen diese Typen hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts mehr mit denen zu tun. Schon lange nicht mehr. Hast du etwa alles vergessen? Also ich hab's nicht. Halt, warte. Es tut mir... Ich... Ich würde gern einmal wieder mit dir tanzen gehen. Wir müssen los, hol die Ringe. Der Abend war sehr schön mit dir, beziehungsweise der ganze Tag und mein ganzes Leben. Dir scheint kalt zu sein. Ich bin immer für dich da, das weißt du.
Hallo? Können Sie mich hören? Sind Sie verletzt? Hallo? Guten Tag. Mein Name ist Paul und es tut mir so leid, dass ich Sie gestern angefahren habe. Ich wünschte, ich könnte es wieder gut machen. Ich würde Sie gerne zum Essen einladen. Was halten Sie davon? Wusstest du, dass diese Blumen meine Lieblingsblumen sind? Sie erinnern mich immer an meine Großmutter. Ach wirklich? Und woher kommst du? Aus dem Süden, aber wir sind jeden Sommer zu ihr gefahren. Sie war so eine tolle Frau. Was für ein Zufall. Meine Familie kommt auch aus dem Süden. Ja, ich will. Verdammt, du wirst dich niemals ändern. Hey, was ist denn los? Beruhig Nein, dich doch. Nein, lass mich in Ruhe. Aber es tut mir so leid. Bitte dich, gib mir noch eine Chance. Du bist so ein Sturkopf, weißt du was? Ich hab's satt. Nimm den Ring. Es ist vorbei. Aber Lucy, bleib bei mir. Wer sind Sie? Oh, Entschuldigung, mein Name ist Paul und ich wünschte, ich könnte es wieder gut machen, was gestern geschehen ist. Ich habe hier was mitgebracht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das sind nämlich meine Lieblingsblumen. Ich gehe. Hey, bleib doch. Lucy. Ja, ich will. Lucy, heirate ihn nicht! Jimmy? Komm mit mir! Thank you.
Wir sind leider schon am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Was? Halt, es gibt doch noch die Preise, die jetzt vergeben werden. Oh, stimmt, du hast recht. Und ich dachte, ich könnte sie alle mitnehmen. Tja, dafür würde ich gerne den Rektor Professor Rolf Schofer nach vorne bitten. Ja, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wenn ich hier vorne erscheine, dann geht der Abend in der Tat seinem Ende entgegen. Wir haben wieder spannende, schöne, interessante Filme gesehen und es sieht so aus, als würde dieser Abend hier laufen wie jedes Jahr, wie jedes Semester. Aber heute Abend haben wir eine Besonderheit, die wir bei der Preisverleihung in dieser Form bislang noch nicht gehabt haben. Es gab in diesem Winter einen Wettbewerb von Big FM und Studierende von unserer Hochschule aus ihrer Fakultät haben einen Podcast dort eingereicht, der in einer Lehrveranstaltung hier entstanden ist. Und das hat tatsächlich zu einem Erfolg geführt, wie wir ihn in der Form hier an diesem Abend auch noch nicht präsentieren konnten. Ich zitiere am besten, weil schöner kann man es also wirklich nicht sagen, ein paar Sätze aus der Pressemitteilung von Big FM. Das ist die offizielle Mitteilung von Big FM. Wir haben ihn gesucht, den biggesten Podcast Deutschlands. Doch allen voran haben wir Menschen gesucht, die leidenschaftlich sind, die für das brennen, was sie tun, die an unterschiedlichen Themen interessiert sind und diese gern mit Gästen besprechen oder aber im Monolog mit der Welt teilen. Eine unabhängige Jury aus Radiomachern, Vermarktern, Kreativen und Programmdirektoren sichtete die Flut an Bewerbern, die genau das mitbrachten. Und, wer es bekommen hat, sage ich gleich, haben wir ihn gefunden. Die meisten Preisträger heute Abend bekommen einen großen Applaus von Ihnen, einen Händedruck von mir, eine Urkunde und eine Stele. In dem Fall, halten Sie sich fest, gab es 100.000 Euro Werbebudget an die beiden Gewinnerinnen für die Leidenschaft für wichtige Themen. Und dieser Preis geht an den Podcast Jetzt mal ehrlich, der Kulturpodcast von Big FM. Und die Gewinnerinnen, die gestern in Stuttgart diesen Preis offiziell erhalten haben, die heute noch mal hier sind, und die jetzt noch einmal hier in diesem Rahmen symbolisch die Stele, nicht die 100.000 Euro, erhalten werden, sind Sarah Kalinick und Valentine Deinert. Und ich darf Sie beide nach vorne bitten mit einem Riesenapplaus. Also 100.000 Euro. Ja, für Marketing aber natürlich. Ja, aber trotzdem, das ist fast viel. Wir bekommen das Geld selber nicht. Ja, ja, aber trotzdem 100.000 Euro, alter Schwede. Wir müssen gleich auf die andere Seite. Der Applaus gehört Ihnen. Dankeschön. Dankeschön. Wir möchten in erster Linie dem Herrn Züderick danken, ohne dem seine Veranstaltung Mediale Gegenkulturen unser Projekt gar nicht erst zustande gekommen wäre. Und unseren ganzen Gästen natürlich auch und allen, die uns geholfen haben, Herr Kirschenbauer, Herr Deada und ja, allen anderen. wir sind selber ganz baff, weil das ist halt eine Summe, die kann man sich auch nicht vorstellen. Ne? Ja, dankeschön. Herr Züderick darf ruhig auch noch mit auf die Bühne kommen und das kurz mit uns feiern. Das dürfen Sie ruhig ein bisschen einatmen. Oh,
Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Toller Preis, tolle Leistung. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Zidorek, für die Veranstaltung. Ja, damit kommen wir zu den Preisverleihungen für die Veranstaltungen, für die Produktionen vom heutigen Tag. Wir haben insgesamt 4 Preise jetzt noch zu verleihen. Der erste Preis ist der Masterpreis für das Wintersemester 2019-20 für herausragende Leistungen, die entstanden sind im Rahmen der Lehrveranstaltung Interaktionsdesign im Studiengang Medien, Informatik und Design interaktiver Medien bei Kollegen Rausch. Der Masterpreis geht an die Produktion Spekulum, Andreas Reich, Tim Markwart, Judith Langer. Herzlichen Glückwunsch, bitte kommen Sie nach vorne. Die sind unten. Die sind unten. Okay, also dann müssen wir ein bisschen improvisieren. Die Preisträger befinden sich offensichtlich gerade ein Stockwerk tiefer. Ziehen wir einfach einen anderen Preis vor und die kriegen ihren Beifall dann nachher. So, bitte schön. Kommen wir zum zweiten Preis, den wir verleihen, der damit der erste wird. Preis klassische Medien, Wintersemester 2019. Entstanden im Rahmen des Projektstudiums im Sommersemester 2019 und Wintersemester 1920, betreut durch Sandra Beug und David Lochmann. Und dieser Preis für herausragende Leistungen geht an Leonie Schüttler, Marco Bohn, Nikolaus Guldenschuh, Rim Jasmin, Sarah Kalinitschik für Und One Down. Soll ich es festhalten? Oder so? So. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Ich würde Ja, ich auch nicht. Ja. Jo, also wie versprochen, ich stehe zu meinem Wort, wir widmen den Preis Maxim Caruso, unserem 3D-Artisten, aber natürlich auch allen anderen Helfern, unseren Leuten am Set, unseren Tonleuten, den Kameraleuten, der ganzen Crew und jedem, der eben seinen Tag und seine Nacht geopfert hat, um uns zu helfen. Vielen Dank an euch. Cheerio, Bitches. Soll ich das dann erstmal noch festhalten? Vielen Dank nochmal, herzlichen Glückwunsch. Und dann kommen wir damit zu dieser zweigeteilten Preisverleihung, damit auch der längsten Preisverleihung in der Geschichte dieses Abends. Ich darf noch einmal, nachdem Sie jetzt hier sind, Sie herzlich beglückwünschen. Der Masterpreis Wintersemester 1920 für Spekulum an Andreas Reich, Tim Markwart und Judith Langer. Herzlichen Glückwunsch Ihnen. Ja, so ein bisschen. So, bitteschön. Wir wollen uns eigentlich nur recht herzlich für die gute Betreuung bedanken bei unseren zwei Professoren, Herrn Rausch und Herrn Krach, und an Justin, das vierte Teammitglied, das nie das Semester angetreten hat. Gut. Zusammen, zusammen. Halt. Alles gut. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, wir kommen zum dritten Preis. Preis interaktive, also es ist nicht der dritte Preis, die dritte Preisverleihung ist natürlich auch der erste Preis in der Kategorie interaktive Medien, Wintersemester 2019-20. In dem Fall geht es an das Projekt Desiel E-Commerce oder E-Commerce
Evelyn Schmidt, Michelle Rapp, Nick Rohrer, Sascha Lautenschläger, Valentin Kulatschewicz. Kommen noch welche? Sag trotzdem. Also, da kommen eigentlich noch welche, die sind wahrscheinlich unten, ein Stockwerk unter uns. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nichts vorbereitet, weil wir eigentlich damit nicht gerechnet haben. Ich weiß nicht, ob... Ja! Yeah. Da kommen es auch schon. Also ich kann das Mikrofon noch weiterreichen. Ich weiß nicht, ob noch jemand was zu sagen hat sonst. Wir wollen uns auf jeden Fall bei der Frau Guyon-Femin bedanken, unsere Beraterin, Betreuerin, sorry. Ganz blatt im Hochrennen. Genau, außerdem noch beim Herrn Fries. Und ich denke, wir haben viel gelernt und vielen Dank auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, es ist Ihr Applaus. Ja, fürs nächste Jahr müssen wir uns vielleicht dann überlegen, ob wir die Preisverleihung in die Aftershow-Party in die alte Cafete verlegen, dann geht es vielleicht einfacher. Wir kommen zum letzten Preis, dem Publikumspreis Wintersemester 2019-20. Ich darf mich an der Stelle bei Ihnen schon verabschieden, wünsche Ihnen anschließend noch eine tolle Aftershow-Party, aber davor der Publikumspreis mit 24,44%, wir sind da sehr korrekt, aller abgegebenen Stimmen, werden Denise, Marcella Alka, Rebecca Ness, Sabrina Kerl, Sarah Fink, Sefta Mahmutovic, Timo Bausch für Akte 1920 ausgezeichnet. Ja, klar. Hältst du es kurz? Ja. Herzlichen Glückwunsch! Also ich möchte ganz kurz erwähnen, dass unser Buch über Verschwörungstheorien ging und das eigentlich nur wahre Geschichten sind und deshalb die Wahrheit heute gewonnen hat. Die Erde ist flach, Angela Merkel ist ein Reptiloid, außerdem Hitlers Tochter und... Super. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende des Abends gelangt. Vielen Dank auf alle Fälle, dass ihr da wart. Ihr wart ein wunderbares Publikum und vielen Dank auch an alle, die diesen Tag überhaupt erst ermöglichen konnten. Genau, und uns würde jetzt wirklich noch sehr freuen, wenn ihr alle ein bisschen helfen könntet, vielleicht aufzustuhlen und danach direkt runter zur Afterparty. Genau.